Gut, dann noch die Drehung um 90, 180 und 270 Grad. Eigentlich eine ganz schnelle Geschichte zum Erledigen. Wenn ihr die Drehmatrix euch anschaut und mir diese Winkel hier einsetzen, dann erhalten wir ganz spezielle Drehmatrizen, so heißt der Plural. Also bei 90 Grad, wenn ich das Ganze einsetze, Cosinus von 90 Grad ist 1 und das Sinus ist 0, heißt andersrum 0, 0, 1 und minus 1. Und das, wenn ich für 180 Grad mache, was ja auch die Punktspiegelung ist, dann erhalte ich hier auch eine spezielle Drehmatrix. Und bei 270 Grad erhalte ich auch eine spezielle Drehmatrix. Ja? Also nochmal zurück. Ich habe das Ganze hier eingesetzt, die 180 Grad Punktspiegelung. Deshalb, weil müsst ihr euch nur mal zeichnen, wenn ihr einen Punkt um 180 Grad dreht, ist es nichts anderes als an diesem Zentrum Punkt gespiegelt, deswegen nennt man es auch eine Punktspiegelung, und das ersetzt es eben, wenn ihr das in euren Taschenrechner eingibt, erhaltet ihr diese Drehmatrix, und bei 270 Grad erhaltet ihr diese Drehmatrix. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft.